Auf euren Befehl. Zum Okay, dann sind die feindlichen Schützen. Schießt sie nieder. Kämpft weiter. Wir werden jetzt von verschiedenen Seiten niedergeschossen werden. So Schwerter blutend geradeaus. Nicht aufgeben! In den Kampf! Haltet die Augen offen! Haltet die Augen offen! Schon unterwegs! Zu wenig Platz, das ist das irgendwo stecken geblieben, einfach so. Beschützt dieses da dran. Ziel. Stürmt los! Schützen gibt so lange Deckung, bis das Lager ausgesprengt ist. So, da ist direkt passiert. Verstanden. Vorwärts. Feuert alle auf das Lager aus. Das Lagerhaus ist voll. Alle übrigen Schützen, gebt Deckung. Bildet neue Schützen aus. Gruppe 2. Ich werde jetzt unterwegs, um mir auszuhelfen. Da ist die Kamera. Verstanden. Okay. Geht in den Rest. Nun habe ich gesiegt und meine Freunde verloren. Ich verstehe nicht, wieso sie sich plötzlich gegen mich gewendet haben. Noch etwas, was ich herausfinden muss. Nun reg dich mal wieder ab, Herakles. Scheint doch nicht so weit her gewesen zu sein mit der Freundschaft. Denk lieber an deinen nächsten Auftrag. Alles klar. Vernichte Kreta. Wenn ich mir so überlege, wie Hippolytas Haut aussah, diese Milchbäder müssen fantastisch sein. Boy, aber ich möchte auch Milchbäder nehmen. Aber nur mit Milch von allerbester Qualität. Milch von Gerions Kühen muss es sein. Auf der Insel Erythea lebt der etwas merkwürdige große König Gerion. Er besitzt drei Leiber. Er hat eine wunderbare Herde aus großen roten Rindern. Ah ja, es ist Hera, die das sagt. Okay. Ich möchte, dass du 20 Kühe aus Erythea nach Kalithea bringst und dort zwei Milchfarmen für sie baust. Liefer mir dann 130 Kant von dieser Milch. Nun baue ich dazu erstmal die Farmen. Alles klar. Wie ihr wünscht. Alles klar. Armee 1. Schon unterwegs. Ach, hier sollen wir zwei Farmen bauen, wofür wir keinen Platz für haben. Nun gut. Vielleicht lässt mich mit Gerin irgendwie verhandeln, aber um die Wahrheit zu sagen, meine Vermutung ist, das wird nichts. Vier, fünf. Toll. Limit ist sowieso erreicht. So. Das sind also verbliebene Schützen. Nein, das sind... Gruppe 2. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Gut, wir haben keinen Platz dafür. Das Lagerhaus ist voll. Wir können mit niemandem mehr handeln. Wir ersaufen in Eisen. Wir können Stein und Eisen kurz mal stilllegen. Weil es übertreibt. Niemand mehr kauft unseren Scheiß. Soweit so schrecklich.
Nun gut, bringt die Armee schon mal runter nach Tropeia. Jawohl. Und Geren ist jetzt zugänglich. Verstanden. Wie ihr wünscht. Gut, was reißen wir ab für die Farm? Wir haben unnötig viel Milch, wenn ich so drüber nachdenke. Was können wir alles einreißen? Dinge, die wir wirklich nicht mehr haben wollen oder brauchen. Sagen wir, gehen wir mit brauchen. Und sagen, wir brauchen den nicht mehr. Und den nicht mehr. Vorerst. Wir verfügen über mehr als genug von diesen Ressourcen. Und bauen dann die 2 Farmen da auf. Und es müssen 100 Tonnen, 130 Kannen von genau dieser Milch sein. Nicht irgendwelcher Milch, sondern nur dieser. Sofort. Unser Siedlerlimit erreicht sich gerade. Zum Glück brauchen unsere Leute kein Reichtum mehr. Denn wir nehmen die einfach komplett aus. Wie sieht es überhaupt mit Reichtum aus? Wir haben auch ein paar reiche Leute. Aber nicht so viel. Schon unterwegs. Sofort. Wie ihr wünscht. Sofort. Schon unterwegs. Bringt das gesamte Belagerungsgerät mit und ein paar weitere Munitionskarren. So. Bringt mir auch einen Belagerungsturm und 2 weitere Rammen mit. So, einfach von allen 3 noch etwas mitnehmen. Alles klar. Sofort. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Jawohl. Okay. Jawohl. Und jetzt sollte ich mit König Geren über die Kühe reden. Mit allen 3. Jawohl. Fair. Schon unterwegs. Vielleicht können wir alle 3 irgendwie zufriedenstellen. Jawohl. Und sie helfen uns dann auch. Schon unterwegs. Denn wir haben jetzt alle unsere Freunde bereits umbringen dürfen. Auf euren Befehl. Oh, er hat keine Mauern. Und viele Truppen scheinbar auch nicht. Hier hinten ist die Burg. Auf euren Befehl. Hier ist der Marktplatz mit Lager aus. Bester Punkt, um tatsächlich anzugreifen, weil es deren Ruf der Stadt schon noch runterdrückt. Klar. Gruppe 4 plus die Munitionskanne, die Gruppe 5 sind. Ramme werden wir nicht brauchen. 4 und 5. So und so. Alles klar. Wir sind vorbereitet für den Fall, dass Kreta uns angreifen will. Die werden nichts gegen uns tun können. Die kommen dann hier übers Wasser und werden einfach sofort zusammengeschossen von unseren Katapulten. Denn ohne Belagerungsgerät können die nichts ausrichten und mit Belagerungsgerät werden die beschossen. Also soweit ganz annehmbar. Schnell speichern. Gerions Kür.
Auf euren Befehl. Wie viele Prüfung ist das jetzt? Was wird noch fehlen? Apfel, der ist berieden. Kerberos würde ich schätzen. Ich glaube, die Unterwelt wird hier so sein. Oh. Das sind der Styx. Und das ist dann der Fährmann Charon, der uns rüberbringen wird. Oh, guck mal, Unterwelt steht hier sogar. Wie ihr wünscht. Gut, finden wir, was er sagt. Zeus zum Gruße, König Geryon. Ich bin Herakles und würde sehr gerne 20 Rinder von euch haben. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Genau, weil es meinem Milchbauern an Kühen fehlt. So haben möchtet ihr sie. Das wollen viele, aber sie sind sehr teuer. Es ist eine ganz besondere Rasse, die nur von mir gezüchtet wird. Pro Stück möchte ich 500 Goldtaler haben. Das macht dann also 11.000 Goldtaler. Mal 500 sind bei mir aber immer noch 10.000. Das sind Steuern. Das Leben hier in Hellas ist teuer. Also liefer das Gold und lass es bleiben. Okay. Soldaten, ich hoffe, ihr mögt es nicht, bezahlt zu werden. Betet. Hera will Kühe haben, also betet für Hera. Ich hatte mich tatsächlich schon darauf eingestellt, drei verschiedene Stimmen zu machen. Verstanden. Aber das ist nicht nötig. Nun ja, 11.000 Taler. Wir gehen hoch, bis wir so 14.000 oder so haben, damit wir ein bisschen Geldreserven aufbieten können. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Ich weiß. Gut, das Geld geht langsam zusammen. Können wir noch irgendwas vorbereiten in der Zeit? Wir könnten dieses Gebiet hier nehmen. Ehrlich gesagt möchte das gar nicht. Außer doch, hier können wir vielleicht eine Straße drüber ziehen, über Pontos. Dieses Gebiet hier bietet allerdings wenig für uns. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Außer eine gewisse Kontrolle über den Olymp. Merken wir uns auf jeden Fall, wenn wir Hera jemals ausschalten sollten. Diese Kirche hier ist unglaublich angreifbar. So, wir haben das Gold. Alle Kühe, die wir bisher schon haben, können wir außerhalb des Territoriums aufbewahren. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. So stellen wir sicher, dass die Kühe sich nicht überschneiden. Andererseits nein. Weil doch, machen wir das so. So können wir die Kürze Not immer noch in diese Territorium rüberziehen. Aber weißt du was? Sorgen wir lieber, dass wir sie überschneiden. Ansonsten habe ich nämlich die Sorge, dass welche von Gerons Kühen nicht in dieses Territorium mehr gehen und nur Schwachsinn machen. Das Lagerhaus ist voll. Wir müssen 20 Kühe unterbringen, das erfordert 4 Kuhweiden. Und weil wir noch ein paar Kühe übrig haben, gehen wir auf ein paar Kühe mehr. So. Letzten Brunnen direkt daneben, auch wenn hier Wasser ist, aber da müssen die weniger latschen. Vielleicht können wir den Soldaten wieder Hohensold geben.
Die hohen Steuern bleiben jetzt allerdings. Weil wir sehen, Sold und Steuern gleichen sich bei uns einfach komplett aus. Das Lagerhaus ist voll. Wir können noch ein bisschen beten gehen. Wie viele Sitzplätze werden eigentlich genutzt? Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Ah, Full House? 53? Also nicht ganz Full House. Aber es sind noch ordentliche Mengen. Lagerhaus ist voll, das ist schlecht. Wir haben zu viel Milch. Niemand kauft sie mehr. Wolle kriegen wir auch nicht mehr rein. Und wir können keine weiteren Schafe mehr kaufen. Das ist bedrückend. So, Sold hoch. Zündet eine Party. Schickt den Rest des Geldes ein los. Karren wurde ausgesandt. Speichert. Gut. Ist das... Das ist unsere 10. Prüfung gerade, nicht wahr? Ja. Das ist die 10. Dann ist es wirklich noch der Apfel, die Äpfel der Hesperiden und ein Spaziergang mit Cerberus. Ich glaube, es war so, dass der griechische Name Cerberus war, der römische Name Cerberus. Was bei Römern generell eher auf Us endet, wenn Cerberus auf dem Griechischen arbeitet. Zumal die Griechen den Buchstaben K haben, was die Römer nicht haben. Die Römer benutzen den Buchstaben C für K. Und wohl auch für Z. Wobei man sich über die Aussprache ein bisschen unsicher ist, weil man... Wir würden zum Beispiel Julius Caesar sagen, aber es könnte sein, dass die Römer ihn wortwörtlich Julius Kaiser ausgesprochen haben. Oder Caesar. Und das ist der Grund dafür, dass das Wort Kaiser auch entstanden ist. Weil spätere Kaiser, oder spätere römische Kaiser, Imperatoren, sich als, sich immer den Namen Caesar gegeben haben. Kaiser. So. Nun gut, jetzt geht hin und sucht euch die Kühe aus. Aber ich sage euch gleich, die Reihenfolge ist entscheidend, also wildweise. Falsche Stimme, verdammt. Ei, auf euren Befehl. Sofort. Das ist ein Speichertipp. Ich nehme es als Speichertipp. Ihr könnt mich alle mal. Also nicht ihr, sondern alle drei Gerions. Es gibt auch gewisse Unstimmigkeiten über die Aussprache des römischen U's oder des römischen V's. Denn das, was wir als V kennen in unserer Schrift, ist im Römischen sowohl genutzt für ein U als auch für ein V. Was einige Leute da zur Theorie bekommen lassen, und was eine relativ verbreitete Theorie ist, dass die Römer den Buchstaben V gar nicht hatten. Jawohl. Sondern dass es als Ue ausgesprochen wurde. Also statt Veni, Vidi, Vici hätten die ausgesprochen Veni, Vidi, Vici. Wiki. Vici. Wie auch immer. Schon unterwegs. Auf euren Kühe. Befehl. Auf euren Befehl. Verstanden. Ei. Jawohl. Auf euren Befehl. Die Reihenfolge ist entscheidend. Verstanden. Jawohl. Wie ihr wünscht. Jawohl. Wo sind die Unterschiede der Kühe? Sind welche größer als die anderen? Kleiner? Jawohl. Schon unterwegs. Ihr habt eine Kuh richtig ausgewählt. Auf euren Befehl. Jawohl. Verstanden. Alles klar. Alles klar. Woran erkennen wir diese Wie Kühe? Wie ihr wünscht. Verstanden. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Verstanden. Da ist die zweite Ei. Kuh. Ei. Verstanden. Verstanden. Jawohl. Wie ihr wünscht. Auf okay. euren Befehl.
Dritte Kuh. Wünscht. Vierte Kuh. Alles klar. Schon unterwegs. Das war die vierte Kuh. Auf euren Befehl. Alles klar. Jawohl. Fünfte Kuh. Hey. Jawohl. Sechste Kuh. Jawohl. Wie ihr wünscht. Jawohl. Auf euren Befehl. Verstanden. Zum Glück setze ich das nicht alles zurück. Klar. Stellt euch diesen Irrsinn vor. Sofort. Die Kühe sehen alle gleich aus. Wie wollen wir sie unterscheiden? Wann wollen sie unterwegs. Sich bewegen? Sofort. Verstanden. Sofort. Sofort. Verstanden. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Jawohl. So. Auf euren Befehl. Verstanden. 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 Ei. Sofort. Du. Verstanden. Ihr miesen Buschkühe. Geht da raus. Schon unterwegs. Stecken sich unter den Bäumen. Sofort. Wie ihr wünscht. Verstanden. Verstanden. 8 Kühe richtig ausgewählt. Sofort. Jawohl. Alles klar. Alles klar. Schon unterwegs. Verstanden. Verstanden. Schon unterwegs. Ist schon unterwegs. Also 9 Kühe. Jawohl. Schon Buschkuh? Unterwegs. Schon hab ich mir gedacht. Unterwegs. Jawohl. 11. Verstanden. Schon unterwegs. Sofort. 12 sind wie wir schon. 13. Verstanden. 14. Alles klar. Verstanden. Ei. Alles klar. Alles klar. 15. Auf euren Befehl. Verstanden. Auf 16. Euren Befehl. Verstanden. 17. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Ei. Alles klar. Verstanden. 18. Verstanden. 19. Auf euren Befehl. Sofort. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Jawohl. 20. Gut gemacht, Herr Repress. Mit euch kann man handeln, das muss ich sagen. Aber bitte geht verstanden. Nun. Einer meiner Leiber ist müde. Oh, frischen Shit hat er zu verkaufen. Jetzt noch 130 Kannen Milch liefern. Hast du einen Handelsposten, den wir bauen können? Unsere bisherigen Handelsposten haben gelitten. Ich sehe hier keinen, den wir bauen könnten. Wir gehen wieder. Die Insel ist Beriden. Hier haben wir wahrscheinlich die goldenen Äpfel. Nun gut. 1, 2, 3, 4, 5. Gruppe 5. Gruppe 5. ...130 Tonnen Milch liefern. Diese Weide ist Kacke. So, wir brauchen 4 Weiden. Wir arbeiten zuerst mit den 4 Nästen. Hier sind, haben sie 2 Kühe dazwischen gemogelt, die nicht reingehören. So, die Milch. Wir können mit Geron zumindest handeln. Ein Karren wurde ausgesandt. Und er ist Verbündeter geworden, was sehr schön ist. Heißt das, wir haben hier eine kürzere Strecke? Nein, das führt nur zu den Hesperiden. Okay. Die Kühe sind größer als die anderen. Das sehen wir auf jeden Fall schon. Skalierte Kühe. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Verstanden. Wie ihr wünscht. Nehmen wir diese Gebiete. Verstanden, verstanden. Können wir ein paar Verziehungsgebäude draufstellen, um uns unsere Freunde zu erinnern, die wir umbringen mussten?
Ach übrigens, du bist wir Party. Haben ein Territorium eingenommen. So, dahin. Auf euren Befehl. Er verfügt allerdings nicht wirklich über irgendwelche Form von Truppen. Dann ist so ein Witz wahrscheinlich nicht ändern. Und ich habe die Vermutung, dass Megara vielleicht in diesem verdammten Gefängnisturm hier hockt. Wir können unsere Soldaten eigentlich noch im Sold runtersetzen. Sammeln wir schneller mehr Geldreserven an. So. So, da haben wir die Straße, die wir hier haben wollten. Wir haben ein Territorium eingenommen. Was können wir hier hinsetzen? Ein Schrein. Einfach was ganz Diskretes, Subtiles. Wir können natürlich Flex und Dario reinsetzen. Aber es tut nicht Not. Auch hier kommt noch ein Schrein einfach hin. So. Mehr als das brauchen wir da nicht. Schon unterwegs. Oh, wir haben die Milch zusammen. Ein Karren wurde ausgesandt. Schnell speichern. Es könnten gleich wieder Sachen geschehen. So. Die Milch erreicht hier gleich. So. Nun denn, Auftrag 10 ist erfüllt. So langsam werde ich nervös. Beten. Hera wird nervös, das ist ungesund. Zwei Aufträge noch. Die Äpfel und den Hund. Da das Ganze sehr ähnlich zu verlaufen scheint wie im Mythos, kommen wir zum Vorletzten Nummer 11. Gaia legte für mich zu meiner Hochzeit mit Zeus einen wunderschönen Garten an. Er wird von Hesperiden, den Töchtern des Abendsterns Hesperos, bewacht. Nur dort wachsen die goldenen Äpfel, die den Göttern ewige Jugend verleihen. Können wir einen essen? Bring mir die Äpfel der Hesperiden. Jawohl. Verstanden. Dann sollte ich die Hesperiden suchen. Wie ihr wünscht. Ei, ein Fischer findet keine Fische mehr. Die werden nicht alles zufrieden klar sein. Schon unterwegs. Sofort.
Ei. Die sehen nicht bewaffnet aus. Ich bringe keine Armee mit. Mal schauen, wie schnell wir das bereuen werden. Herakles musste sie klauen, soweit ich weiß. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Sofort. Kalimera, heilige Schwestern. Herakles ist mein Name. Kann es sein, dass ich die Hesperiden gefunden habe? Ja, das sieht wohl so aus. Bruder Herakles, ich bin Arethuse. Dies ist meine Schwestern. Okay, ich bin zu langsam. Was können wir für euch tun? Hera schickt mich. Sie möchte gerne einige von euren goldenen Äpfeln haben. Was muss ich tun, um sie zu bekommen? Huch, das ist ganz einfach. Wir werden welche für euch pflücken. Wenn ihr Erzherzog geworden seid, könnt ihr sie abholen. Wir sind Erzherzog. Verstanden. Wie ihr wünscht. Nun kommt vorbei und holt euch eure Äpfel ab. Jawohl. Wir haben 150 Äpfel für euch gepflückt. Das reicht hoffentlich. Können wir die essen? Ich möchte gerne 50 davon essen. Wie ihr wünscht. Sofort. Verstanden. Ei.